Wir unternehmen heute einen virtuellen Rundgang durch das Disneyland Paris und wir starten mit der Main Street USA nach dem Intro. Ja, wir haben schon über Hotels geredet, wir haben über Restaurants geredet, wir haben über Hotelalternativen geredet und ich finde, es ist einfach mal Zeit, das Disneyland mal so ein bisschen auseinanderzunehmen und das nach einzelnen Themengebieten. Denn wir fangen mit dem Disneyland Park an und der Disneyland Park ist ja in 5 Themenländer unterteilt und zwar die Main Street USA, Frontierland, Adventureland, Fantasyland und zuletzt das Discoveryland. Und ich finde, in jedem der Länder kann man was erleben. Ja, auch in der Main Street USA, die Hauptstraße. Das erste Bild, was ihr vom Park habt, wenn ihr in den Disneyland Park reingeht, spielt sich ja dort ab. Und ich finde, das sollten wir heute mal ein bisschen auseinandernehmen. Was gibt es dort zu sehen? Was gibt es zu erleben? Gibt es dort Attraktionen? Wo kann ich shoppen? Wo kann ich was essen? Haben wir ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Gibt es andere Besonderheiten? All das jetzt in diesem Video. Ja, ich habe es ja gerade schon angedeutet, die Main Street USA ist, oder USA, ist ja, ich finde, sehr, sehr ikonisch für einen Disneyland Park. Ich weiß nicht, welcher Disneyland Park es nicht hat. Also ich weiß, in Tokio ist die Main Street USA ja überdacht. Ich weiß nicht, wie es mit Hongkong Disneyland ist. Auf jeden Fall Walt Disney World und natürlich auch Disneyland in Anaheim. Die haben eine Main Street und Shanghai Disneyland, ich bin mir nicht so wirklich sicher. Auf jeden Fall in Disneyland Paris haben wir eine Main Street USA und das ist ja das, worum es auch hier in diesem Video gehen soll. Wenn ihr euer Ticket gehabt, also eingelöst habt, was heißt eingelöst, gescannt habt vorne an diesen tollen Automaten, ihr seid jetzt durch dieses Drehkreuz, nenne ich es jetzt einfach mal, es ist ja kein Drehkreuz mehr, es sind ja jetzt so tolle Tore, die aufgehen, wenn ihr die Karte davor haltet, dann steht ihr schon vor der Railroad, also vor der Railroad Station, Main Street Railroad Station. Und von da aus habt ihr dann die Möglichkeit, mit der Disneyland Railroad einmal um den Disneyland Park herumzufahren. Ihr steht vor diesem großen Gebäude, wenn ich es jetzt mal Gebäude nennen darf. Wenn man jetzt, es ist gerade die Weihnachtszeit, dann ist dieses tolle Banner Happy Holidays da draußen oder zu Halloween waren da auch diese einzelnen Fenster mit so ein bisschen Dekoration verziert. Zum Jubiläum, zum 25. hing da dieses große Sign, wo der Park wieder aufgemacht hat, hing da so ein großes Emblem davor. Also viele kennen dieses Zeichen. Ich erspare es mir jetzt hier großartig alles einzublenden, weil die meisten wissen eh, wovon ich hier spreche. Ja, ich finde diesen Ort, also vor diesem Bahnhof, praktisch wirklich wunderschön. Erstens mal zum Fotos machen und zweitens, ihr habt hinter euch, also wenn ihr euch dann nochmal rumdreht, Richtung Eingang praktisch dann das Disneyland Hotel, was wirklich sehr, sehr schön ist, im Moment ja geschlossen durch die Renovierung, aber in absehbarer Zeit. Das heißt, in nicht absehbarer Zeit eigentlich, wird es ja dann wieder eröffnen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, wie es dann ist, also im Prinzessinnen-Dress. Ich bin sehr gespannt, ob sich auch vielleicht von der Fassade außen da was ändern wird oder ob es einfach nur frisch gestrichen wird. Auf jeden Fall geht es ja um die Main Street und das ist auf jeden Fall schon so ein toller Moment. Wenn ihr die wirkliche Welt verlasst und geht dann unter diesem Bahnhof durch auf den Town Square, Platz, das ist dieser ganz, ganz große Platz, wo dieses Pavillon steht und ihr steht dann praktisch für mich schon fast mitten in Disneyland, obwohl das ja eigentlich nur der Anfang ist, ist das für mich schon so dieser Inbegriff, du bist jetzt endlich nach Hause gekommen oder du bist jetzt endlich angekommen. Ja, wie gerade schon erwähnt, habt ihr dann die Möglichkeit, dann auch in diesen Bahnhof dann hineinzugehen, euch dort anzustellen. Es ist immer eine sehr, sehr lange Wartezeit von da aus. Also wenn ihr Railroad fahren wollt, immer erstmal abends so kurz vor Schluss oder, also checkt die Zeiten, wie lange die Railroad auf hat, das ist auch noch wichtig. Oder ganz, ganz früh morgens, dass ihr euch dann schon anstellt dort, bevor überhaupt die Railroad aufmacht. Es ist meistens da tatsächlich so, dass ihr dort ewig lang steht. Ich würde es gerne öfters machen, würde gerne öfters mal eine Runde um den Park drehen, wenn da nicht immer diese langen Wartezeiten wären. Ja, wir stehen jetzt auf dem Town Square, haben dort auch wieder mega tolle Fotospots. Jetzt gerade wieder zur Weihnachtszeit, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch die Weihnachtsvlogs an. Da könnt ihr den Town Square sehen, das ist mega, mega schön. Also total schön dekoriert, ihr habt diesen riesengroßen Weihnachtsbaum dort stehen, der toll beleuchtet ist. Ihr habt, wenn ihr auf die linke Seite schaut, also wir schauen jetzt in den Park hinein, die City Hall. Die City Hall sollte man natürlich direkt schon mal erwähnen, denn bei allen Fragen, bei allen Problemen, die ihr so habt, ist das eure Anlaufstelle. Es ist praktisch wie die Information in einem Geschäft vorne. Dort geht ihr hin, da könnt ihr auch noch Restaurants reservieren. Wenn ihr die grüne Karte braucht oder eine orangene Karte, dann wird die dort ausgestellt.
alles Mögliche, was rund um Fragen geht, vielleicht Fundbüro, alles Mögliche, all das findet ihr in der City Hall. Wenn ihr auf die rechte Seite schaut und ihr seid mit Kindern unterwegs und müsst einen Kinderwagen oder Rollstuhl oder so leihen, könnt ihr das auf der rechten Seite in der Main Street tun, direkt ganz am Anfang. Aber auch das wird euch alles auf dem Parkplan, den es ja leider jetzt nicht mehr als druckbare Form gibt, nochmal angezeigt, wenn ihr euch den digital auf aufs Handy zieht, einfach die Disneyland Paris App nehmt, dann könnt ihr euch das nochmal genau anschauen. Das befindet sich auf der rechten Seite. Ja, auf der linken Seite noch ein kleiner Tipp. Neben der City Hall, also wenn ihr vor der City Hall steht, ganz links, findet ihr erstmal schon mal einen Raucherbereich. Der ist sehr, sehr beliebt, weil gerade jetzt, wo natürlich immer noch das große C Vorherrschaft hat, das schlägt ja wieder gerade mit voller Wucht zu, habt ihr da die Möglichkeit, mal eure Maske auszuziehen, weil es ist ein Raucherbereich. Rauchen mit Maske ist natürlich sehr, sehr schwer. Ihr dürft ja nicht einfach so im Park rauchen, sondern ihr müsst immer in die gekennzeichneten Flächen, das heißt in die Raucherbereiche gehen. Und wenn ihr jetzt mit einem Freund, Freundin dort seid, der oder die Raucher sind, ist das toll, dort mal eine kurze Auszeit zu nehmen und da auch vielleicht dann mal kurz die Maske auszuziehen. Dort neben befinden sich auch noch Toiletten, die immer, obwohl sie da am Anfang sind, gar nicht so krass besucht sind. Also ihr habt da immer die Möglichkeit, schnell mal zur Toilette zu gehen, ohne lange Schlange stehen zu müssen. Neben der City Hall auf der rechten Seite findet ihr den Storybook Store, einer der wenigen Geschäfte. Der wurde ja mal, was heißt einer der wenigen Geschäfte, ist ja totaler Mist. Ich glaube, die meisten Geschäfte gibt es ja wohl in der Main Street, oder? Ja, auf jeden Fall ist es der Storybook Store, der im Frühjahr, oder was heißt im Frühjahr, es war im Frühsommer in diesem Jahr ja umgemodelt wurde zu einem Jahreskartenshop, wo es nur Sachen für Jahreskarteninhaber gab. Und das ist ziemlich in die Hose gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob er aktuell jetzt wieder auf hat als normaler Shop oder ob der wieder so Zeiten hat, wo er mal auf ist und dann wieder zu ist. Auf jeden Fall ist es eigentlich ein sehr, sehr schöner Shop. Ich fand den immer in seiner Ursprungsversion sehr, sehr schön. Dort habt ihr Bücher bekommen, alles was mit Schreibkram und so zu tun hatte oder Handyhüllen. Also all so einen ganzen Kleinkram habt ihr im Storybook Store gefunden. Und wenn ihr da mal reinschaut, es gibt so viele tolle Details, die ihr dort sehen könnt. Also solltet ihr auf jeden Fall mal schauen. Ich hoffe, dass es bald wieder aufmacht. Neben dem Storybook Store haben wir dann auch direkt schon so einen Meet and Greet Platz, also Mickey Mouse Haus, wo immer verschiedene Charaktere davor stehen. Im Moment ist es, lasst mich jetzt nicht lügen, wir haben uns ja, Winnie Pooh im Weihnachtsoutfit steht dort im Moment, haben wir ja auch gemacht, könnt ihr auch nochmal in den Weihnachtsvlogs sehen, da hat sich ja Brina dann angestellt. Ihr habt dieses tolle Pavillon, was im Moment natürlich jetzt nicht da ist, da ja der Weihnachtsbaum dort steht. Das heißt, es ist zwar da, aber ihr könnt es nicht wirklich toll als Fotolocation nutzen, weil es natürlich total zugebaut ist. Ja, das Pavillon, wie gesagt, bringt euch jetzt nicht so wirklich was als schöne Fotolocation, weil es natürlich total zugebaut ist mit Weihnachtsdekoration, aber immer noch sehr, sehr hübsch aussieht. Wenn jetzt nicht der Weihnachtsbaum dort stehen würde, habt ihr von dort aus den perfekten Blick aufs Schloss drauf. Dort könnt ihr wunderschöne Fotos machen, wenn ihr euch dort reinsetzt und ein bisschen vielleicht auf diese Empore drauf stellt und setzt. Also sehr, sehr zu empfehlen, wenn jetzt nicht gerade ein Weihnachtsbaum dort stehen würde. Ja, weiter geht's mit den Geschäften in der Main Street USA. Es gibt so viele tolle Geschäfte. Ich möchte jetzt hier nicht Haus für Haus abklappern. Das wäre zu umfangreich, sondern wir besprechen jetzt einfach mal die Shops und allen. Wir fangen einfach mal an, ich glaube, mit dem größten Shop und das ist das Emporium. Das ist irgendwie der Disney-Laden im Disneyland Paris. Dort bekommt ihr wirklich fast alles. Ihr bekommt Kleidung, ihr bekommt Spielzeug, ihr bekommt Dekoration. Gerade jetzt auch wieder zur Weihnachtszeit eine ganz, ganz große Weihnachtsabteilung. Also wirklich alles und auch geht dort halt eben schon morgens rein oder irgendwann mal nachmittags, aber nicht kurz vor Parkschluss oder zu Parkschluss, denn dann läuft dieser Laden wirklich über. Der ist ziemlich groß und es ist natürlich auch sehr, sehr weitläufig, aber gerade zu Parkschluss, ganz ehrlich, da stehen die Leute dort Schulter an Schulter und drängen sich da durch. Es macht keinen Spaß, da irgendwie sich da was anzuschauen, weil es einfach ja, bei so vielen Leuten keinen Spaß macht. Ne? Das ist dann wirklich schon nervig. Machen wir weiter mit Main Street Motors. Das fällt euch auch sofort auf, denn da steht so ein Oldtimer im Schaufenster. Da bekommt ihr alles Mögliche zum Thema Kleidung. Nicht nur Pullis und T-Shirts und Hosen, sondern auch Schals und Socken und Unterwäsche und alles das, was das Herz begehrt. Wenn irgendwelche neuen Spirit Jersey Kollektionen und so rauskommen, dann wird es die dort auch zu finden geben. Angeschlossen ist da auch nochmal so eine extra Abteilung, wo es dann wirklich nur Kinder oder auch Kleinkinder Klamotten und Sachen gibt. Also wenn es
um Shopping geht und um Kleidung, seid ihr auf jeden Fall bei Main Street Motors richtig aufgehoben. Weiter geht's mit dem Candy Palace. Das ist so ein typischer Süßigkeitenladen. Auch dort findet ihr dann nicht nur Süßigkeiten, sondern auch ein bisschen Gebäck. Also innen drin könnt ihr euch einen Kaffee kaufen und dort gibt's diese tollen Mickey Cookies oder auch die Cake Pops zu kaufen. Also viele von euch kennen die ja schon. Das findet ihr alles in diesem Candy Palace. Mein Lieblingsladen aus dem kompletten Disneyland Paris ist dort auch zu finden, und zwar Harringtons. Und Harringtons ist einfach für mich total toll, und das schon seit damals, denn dort bekommt ihr alles, was zum Thema Deko passt. Also hochwertige Figuren, ganz, ganz tolle Glaskunst ist dort zu finden. Viele Sachen von Arribas France bekommt ihr dort zu kaufen. Ihr bekommt Pandora-Schmuck zu kaufen. Die haben dort extra so einen kleinen Counter aufgebaut. Ihr bekommt also Figuren von günstig bis ganz, ganz teuer. Ihr bekommt Kunst zu kaufen. Ihr bekommt Disney Traditions-Figuren zu kaufen. Also wirklich, Schmuck darf man ja auch nicht vergessen. Also es gibt ja neben Pandora auch noch andere Schmucksachen. Das alles bei Harringtons, und das ist wirklich total toll. Also da können die Stunden drin verbringen in diesem Laden. Und wenn ich dann schon sehe, dass irgendein Sale-Schild dort am Blinken ist oder Kauf für 20 oder 30 Euro das und das und du bekommst das und das dazu, dann bin ich schon der Erste, der aufzeigt. Aus Harringtons bekommt man mich immer ganz, ganz schlecht raus. Main Street findet sich natürlich auch noch Lillys Boutique. Lillys Boutique ist auch ganz, ganz cool. Auch dort bekommt ihr wieder so ein bisschen Spielzeug. Aber hauptsächlich gibt es dort wirklich Sachen für die Küche, würde ich jetzt fast sagen, oder fürs Esszimmer. Ihr bekommt ganz, ganz tolle Geschirrsachen, ihr bekommt Zubehör, ihr bekommt Tassen en masse, also alles, was so ein bisschen mit dem Thema Essen und Zubehör zu tun hat, bekommt ihr dort. Sogar Küchentücher und einen Schneebesen und so, also auch ganz, ganz cool, aber auch da wieder so eine Ecke, wo ihr die typischen und Plüschfiguren oder sonstigen Disney-Kram, den ich jetzt einfach mal kaufen könnt. Wer viel einkauft, der hat natürlich auch Hunger, und ihr findet natürlich in der Main Street auch wirklich gutes Essen und Essen, was auch vielleicht nicht so zu empfehlen ist. Angefangen mit Casey's Corner, das ist schon eigentlich, wenn ihr die Main Street komplett durchgeht, ihr kennt es dort, Hot Dogs, Pommes etc. gibt es dort zu kaufen. Ist okay, ist teilweise natürlich sehr, sehr überteuert, aber für den schnellen oder für den schnellen Hunger, für den kurzen Snack seid ihr dort richtig aufgehoben. Da staut es sich manchmal auch davor, aber da könnt ihr euch ruhig anstellen, weil innen drin sind immer mehrere Counter auf, und es geht da eigentlich auch ziemlich schnell, weil die Auswahl ist nicht ziemlich groß. Von daher brauchen die nicht wirklich viel vorbereiten, und deshalb lösen sich die Schlangen dort auch ziemlich schnell auf. Ja. Gegenüber von Casey's Corner findet ihr Gibson Girl Ice Cream. Dort bekommt ihr Ben & Jerry's Eis zu kaufen. Sehr, sehr gut. Also gerade im Sommer finde ich das mega, mega gut. Dort nebenan schließt sich an Victoria's Café. Das kennt ihr. Wir waren zur Princess Celebration ja dort. Dort gab es dann diese kleinen Petit Fours, nenne ich sie jetzt einfach mal. Die bekommt ihr auch so ab und zu kaufen. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Moment ist, ob es zu Weihnachten geöffnet ist, aber ich glaube, es wird dort renoviert gerade. Ihr bekommt die tollen Milkshakes da zu kaufen, und ich glaube, Victorias Café ist durch die Milkshakes für euch auf jeden Fall ein Begriff. Wenn ihr weiter durchgeht, haben wir das Plaza Gardens Restaurant. Sehr, sehr beliebt unter den Disney-Fans. Ich bin nicht so der Fan, weil für mich ist es dort immer viel zu laut und zu hektisch. Und ich war dort einmal Buffet essen, war da nicht so mit zufrieden. War aber auch schon mal da letztes Jahr zur Eröffnung nach Corona. Da waren wir sehr zufrieden, weil es gab ja dann praktisch à la carte, und es war ein Tischservice. Und zwei Wochen später waren wir nochmal da, und es war wieder die absolute Katastrophe. Also es ist immer so ein Hin und Her und Hin und Her. Ich will es auf jeden Fall nochmal austesten und dem Plaza Gardens Restaurant nochmal eine Chance geben. Wenn ihr morgens etwas Hunger habt, ihr wollt euch einen Schokocroissant gönnen oder vielleicht einen Donut oder einen Muffin, dann geht zum Market House Delay. Dort gibt es Frühstück. Leider kein wirklich herzhaftes Frühstück. Es gibt mittags diese Croque Monsieur. Die sind sehr, sehr lecker, das kann man schon empfehlen. Aber morgens mal so ein Baguette mit Schinken, Käse, Salami, was weiß ich, findet man dort leider nicht. Würde ich mir sehr, sehr wünschen. Aber trotzdem sind wir schon sehr, sehr oft, weil wir morgens Hunger hatten, dann im Market House Delay gelandet. Und man bekommt halt einen Kaffee und einen Orangensaft und so. Und ist eigentlich von den Preisen her auch noch fast okay, würde ich sagen.
Ja, wir haben dann auch noch so ein paar kleine Stops, die man draußen ansteuern kann. Denn ich glaube, es heißt Coffee Grinder und vorne da, wo ich gerade eben gesagt habe, beim Candy Palace, dort, wo es ja diese Süßwaren gibt, also diese Candy Pops und die Mickey Cookies und so, dort ist auch draußen so ein Counter, wo ihr euch eindecken könnt mit Kaffee, mit Getränken und auch ein paar Süßspeisen. Dann gibt es ja auch noch diese, kann mir leider diesen Namen, da muss ich ganz ehrlich sein, nie merken. Das ist diese Bäckerei praktisch, also nicht beim Candy Palace, sondern gegenüber praktisch von Lillys Boutique. Ich glaube, es ist Cable Car Bake Shop heißt er. Auch da bekommt ihr halt eben wieder so Süßkram. Da gab es tatsächlich mal eine Zeit lang Baguettes und sowas zu kaufen und gibt es wohl auch jetzt, aber dann auch erst wieder ab Mittag. Also morgens zum Frühstück nicht, aber ab irgendwie Nachmittag oder so kann man sich da auch mal ein Baguette kaufen. Obwohl dann ich es lieber vorziehe, zu Casey's Corner zu gehen, wenn ich jetzt nur in der Main Street wäre. Ja, bevor wir jetzt mit der Main Street USA durch sind, mit dieser tollen amerikanischen Straße aus dem 19., 20. Jahrhundert, die so an Walt Disneys Geburtsstadt erinnert, das ist schon, wie ich ja eben gesagt habe, für mich ein ganz besonderer Ort, aber viele fragen sich ja, gibt es dort Attraktionen? Also gibt es dort irgendetwas zu erleben? Kann ich dort irgendwas machen? Und tatsächlich, nicht nur, ihr könnt nicht nur Zug fahren, sondern es gibt auch Attraktionen, die ihr könnt tatsächlich auch Attraktionen nutzen. Und zwar haben wir da einmal diese Kutsche, die von einem Pferd gezogen wird. Ist immer sehr, sehr beliebt, ist irgendwie so ein kleiner Bus. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der große Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles, was mit so Tieren und so zu tun hat, bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Aber da dieser Zug nur ein paar Stunden morgens, also vormittags fährt, geht das noch in Ordnung. Ihr habt dann auch die Main Street Vehicles. Das sind diese Autos, die durch die Main Street fahren. Auch dort könnt ihr mitfahren. Es gibt dann auch so eine Art Polizeiwagen, wo ihr hinten drin hinter Gittern sitzen könnt. Also es ist schon sehr, sehr cool und es gibt da auch ein bisschen was zu erleben. Ihr könnt zum Friseur gehen beim Main Street, nicht beim Main Street, beim Emporium findet ihr einen Friseur, wo ihr euch einen Herrenschnitt, also es ist eigentlich kein richtiger Friseur. Ich glaube, wenn ihr jetzt da hingehen wollt zur Dauerwelle, würde das nicht gehen, aber für einen Männerschnitt oder für eine Rasur und so, ein Barbier, würde das schon gehen. Wollte ich auch immer mal machen, habe ich aber noch nie gemacht. Sieht mega, mega cool aus. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Sieht wirklich aus wie so ein Friseursalon um die Jahrhundertwende. Aber bevor wir es vergessen, es gibt auch noch zwei Besonderheiten in der Main Street USA in Paris, und zwar einmal die Discovery Arcade und die Liberty Arcade. Wenn ihr in der Main Street steht und ihr schaut aufs Schloss, habt ihr auf der linken Seite die Liberty Arcade und diese ist komplett der Freiheitsstatue gewidmet. Denn wir wissen ja, dass die Freiheitsstatue ein Geschenk der Franzosen an die Amerikaner war und ihr könnt dort in einzelnen Vitrinen sehen, wie die Entstehungsgeschichte von der Freiheitsstatue war, mit so ein paar Modellen, mit ein paar Bildern. Also ist schon echt, echt schön gemacht, sehr, sehr schön beleuchtet, sehr, sehr urig. Und gerade wenn es regnet, natürlich eine tolle Alternative, als einfach mitten durch die Main Street zu gehen, weil die Arkade ist natürlich überdacht und da regnet es nicht rein. Es ist immer ein bisschen muffig, muss ich jetzt sagen, in der Liberty Arcade. Also kennt ihr das? Wenn man da reinkommt, riecht es irgendwie immer so ein bisschen nach Klo. Dort ist natürlich auch ein riesengroßer Toilettenkomplex, sage ich jetzt mal, drin. Und ihr findet dort auch keine Attraktion, möchte ich sagen, aber so ein kleines, wie soll man sagen, wie so ein kleines Theater. Ihr geht halt hinter so einen Vorhang und könnt euch praktisch, seid dabei bei der Einweihung der Freiheitsstatue. Ist eigentlich auch ganz schön gemacht. Fand ich als Kind immer mega, mega gruselig, weil es so dunkel ist und da geht irgendwie nie jemand rein. Und dann stehen da so ein paar wie Schaufensterpuppen, die halt auf die Freiheitsstatue gucken. Und das war schon immer so ein, jo, so ein bisschen gruselig. Wenn ihr auf der rechten Seite seid auf der Main Street, dann habt ihr die Discovery Arcade. Und die Discovery Arcade ist so wieder so ein bisschen Jules Verne-mäßig angehaucht. Hat jetzt nichts mit Jules Verne zu tun, sondern gibt einfach so einen Ausblick, wie sich die Menschen damals zur Jahrhundertwende vorgestellt haben, wie das Jahr 2000 aussehen könnte. Also das ist schon sehr, sehr lustig, was man da für Science-Fiction-mäßige Sachen da sieht. Hat wieder mega viel Charme, wieder sehr, sehr schön beleuchtet. Auch dort gibt es wieder Sitzmöglichkeiten. Ihr habt dort auch wieder Toiletten, die ihr findet. Also ist sehr, sehr schön und auch da wieder die Möglichkeit, trockenen Fußes bis fast hoch zum Schloss zu gehen.
Ja, was können wir noch reden über die Main Street? Die Main Street ist so vielseitig. Ich liebe sie jetzt zur Weihnachtsdekoration, zur Weihnachtssaison. Denn von da aus schaue ich am liebsten die Parade an. Denn es schneit, wenn die Parade läuft. Das ist allein schon mal für mich immer ein ganz, ganz tolles Highlight. Und diese Kulisse, wenn die Parade da durchgeht, ist einfach total passend. Die Parade, wenn sie abends fährt, leuchtet die Fassaden von der Main Street so ein bisschen an, was ganz, ganz toll aussieht. Ist einfach vom Sound her für mich auch einfach am schönsten. Und wenn ihr auf der rechten Seite dann steht, ihr schaut das Schloss an, ihr könnt runter auf den Baum schauen. Also das ist einfach wirklich mega, mega schön. Es gibt so viele Details auf der Main Street zu sehen. All das können wir gerne mal besprechen, wenn ich dann mal vor Ort bin, dass wir da wirklich Station für Station ablaufen und dann darüber so ein bisschen was reden. Also wenn ihr das gerne wollt, die Main Street noch gerne beleuchten, wenn ich dann da bin, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wäre vielleicht wirklich interessant für euch. Ja, um das Ganze jetzt abzuschließen, wenn ihr die Main Street dann komplett durchgegangen seid, steht ihr schon fast auf dem Central Plaza in der Mitte vom Disneyland Park und das kurz vorm Schloss. Dort ist dann praktisch, wie es schon sagt, dieses Central, also dieser Punkt, von dem aus sich der Park weiter zu anderen Richtungen öffnet. Wenn ihr dann links rüber geht ins Frontierland, wenn ihr geradeaus geht ins Adventureland, also sagen wir jetzt mal auf 11 Uhr. Auf 12 Uhr geht ihr durchs Schloss ins Fantasyland und auf der linken oder rechten Seite jetzt von mir findet ihr dann das Discoveryland. Ist einfach ein ganz, ganz toller Platz, der sich schon im Laufe der Jahre so oft geändert hat. Ist jetzt auch ein Paradestopp bei der neuen Weihnachtsparade. Dort sind immer ganz, ganz tolle Shows. Ich muss nur wieder an den Jungle Jive erinnern von vor 2 Jahren. Also auch da kann man immer sehr, sehr schön stehen. Natürlich, wenn Illuminations läuft. Das ist ja so das Ding, was ab 21. Dezember im nächsten Monat dann auch endlich wieder läuft. Ihr könnt die Parade von da aus natürlich auch sehr, sehr schön sehen und seid sehr, sehr zentral. Sehr, sehr schöner Punkt, um Fotos zu machen oder sich einfach mal auf eine Bank zu setzen, um ein bisschen zu chillen oder ein bisschen auszuspannen, die Leute zu beobachten und einfach Disneyland so in sich aufzusaugen. Also ich liebe den Central Plaza, der ist natürlich immer sehr, sehr hoch frequentiert. Dort sind auch Magic Shots teilweise zu finden mit Tinkerbell oder was weiß ich. Aber gerade so am Abend, wenn der Park vielleicht so ein bisschen leerer ist und ihr seid in der Woche da, dann einfach mal auf eine Bank setzen, vielleicht mal ein Päckchen Popcorn kaufen und dann einfach diese ganze Atmosphäre genießen, denn das ist für mich wirklich Disneyland pur. Ich hoffe jetzt, dass ich nichts über die Main Street verpasst habe. Warum die Main Street ist und warum die Main Street aussieht wie die Main Street und. Ja, all das können wir gerne besprechen, wenn wir dann auch wirklich dort sind. Es ist einfach dann schöner, das auch zu zeigen anhand von Sachen, die wir dort finden, als darüber einfach nur zu sprechen. Die meisten von euch kennen sie ja auch, die Main Street. Viele laufen einfach nur durch und schauen gar nicht links und rechts, was wirklich schade ist. Wollen natürlich zu den ersten Attraktionen dann rennen, was ich ja auch verstehe. Aber man muss sich einfach wirklich mal Zeit nehmen, diese ganzen Details anschauen, die dort überall zu finden sind, auf den Fenstern, auf den Türen. Das ist so toll. Schaut auch auf den Boden, schaut auch, was ihr da entdeckt. Findet Hidden Mickeys, die es dort zuhauf gibt. Wirklich, ich glaube, das ist Disneyland. Wenn ihr in der Main Street USA steht, ihr schaut aufs Schloss, ich glaube, mehr Disneyland kann es so gar nicht geben. Und es ist einfach so ikonisch, dass es einfach dazugehört. Und für mich ein absolutes Highlight ist zu jeder Saison, ob es jetzt zur Weihnachtszeit ist wie jetzt, im Frühling, wenn es schön dekoriert ist, oder auch zu Halloween, wenn sich die Main Street ja wandelt, sogar mit der Musik, die dort läuft. Und das ist schon wirklich ganz, ganz toll. Und lauft nicht einfach durch, wie gesagt, schaut es euch genau an. Ja, und damit möchte ich dieses Video jetzt auch beenden. Ich hoffe, dass es einigermaßen okay war. Ich habe heute ziemliche Kopfschmerzen, habe mir aber fest vorgenommen, dieses Video heute für euch aufzunehmen. Bin froh, dass ich das jetzt auch durchgestanden habe. Werde das jetzt noch für euch schneiden natürlich und hochladen. Wir werden dann jetzt von Woche zu Woche, so je nachdem wie ich Zeit habe, ein anderes Themengebiet dann beleuchten. Für mich mein Highlight oder mein Lieblingsplatz im Disneyland Paris natürlich das Frontierland als nächstes, wo es sehr, sehr viel darüber zu erzählen gibt. Natürlich gibt es dort auch Attraktionen, die wir fahren können. Es gibt dort auch wieder Geschäfte, es gibt Restaurants und natürlich auch mein Highlight, das Phantom Manor. Aber das alles dann im nächsten Video, wenn wir zusammen wieder virtuell durchs Disneyland laufen.
Ja, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, und die Glocke aktiviert, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns schon ganz, ganz bald wieder hier auf diesem Kanal. Bis dahin sage ich, bye bye.